Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesordnungspunkt 9 auf, die Große Anfrage der Abgeordneten Gnadl, Alex, Barth, Decker, Faeser, Geis, Habermann, Hartmann, Hofmann, Hofmeier, Löber, Müller, Schwalmstadt, Özgüven, Dr. Sommer, Waschke, Ypsilanti, SPD und Fraktion betreffend Situation der nichtwissenschaftlichen Beschäftigten an hessischen Hochschulen, Drucksache 19/5244-4978, beide aus 19. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und als Erstes hat sich Frau Dr. Sommer für die SPD-Fraktion gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erst einmal herzlichen Dank für die Beantwortung. Und die gute Nachricht ist, sie ist in der Frist beantwortet worden. Die schlechte Nachricht aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, erneut sind viele Fragen eben nicht beantwortet worden. Aber zur Sache. Die etwas mehr als 12.000 nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter das Verwaltungspersonal, Bibliothekspersonal, technisches Personal und die Auszubildenden, die insbesondere im Sekretariatsbereich klassisch für die Terminkoordinierung, Raum- oder Schreibarbeit verantwortlich sind, sehen sich vermehrt spezialisierten Aufgaben gegenüber. Leider konnte aber die Landesregierung noch nicht einmal beantworten, wie viele Personen in welchen Bereichen tätig sind. Das erstaunt uns doch sehr, meine Damen und Herren. Andere öffentliche Bereiche wissen sehr wohl, wer und wo vom Personal arbeitet. Kontinuierlich steigt die Aufgabenkomplexität und die Anforderung an das Personal, z.B. in der Drittmittel- und Personalsachbearbeitung. Da die Landesregierung vielen spezifischen Fragen erneut keine Antwort geben konnte, habe ich mich auf die Beantwortung der Fragen konzentriert. Und da empfehle ich die Studie von der Hans-Böckler-Stiftung rund um André Wolter und Ulf Bancharus. Da finden Sie, meine Damen und Herren, alle Infos zur Beantwortung zu den Fragen, die Sie entweder nicht beantworten konnten oder wollten. Diese repräsentative Studie für ganz Deutschland bestätigt die Aufgabenentwicklung in Richtung eines komplexen Hochschulmanagements. Und das umfasst, meine Damen und Herren, die Verwaltungsmodernisierung verbunden mit den neuen Steuerungsmethoden und einem neuen Rechnungswesen, veränderten Finanzierungsmechanismus, beispielsweise aber auch die verstärkte Drittmittelakquise, die Modualisierung des Studiums durch Bachelor- und Masterstudiengänge, die Akkreditierung und das Qualitätsmanagement, um nur einige Stichworte zu nennen. Es geht also um eine Vielzahl von Reformprogrammen. Laut der Studie führe vor allem die Verwaltung der Studierenden und ihren Prüfungsleistungen sowie die der wissenschaftlichen Mitarbeitenden mit befristeten Arbeitsverträgen zu einer Arbeitsverdichtung. Auch hätten sich Dokumentations- und Berichtspflichten verstärkt. Die wissenschaftsunterstützten Beschäftigten haben also ein Mehr an Controlling und mehr Manage-Aufgaben zu bewältigen. Das Problem, meine Damen und Herren, dabei ist nur, dass die Zahl der nicht wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht im gleichen Maße wie die Zahl der anderen Statusgruppen an Hochschulen mit angestiegen ist und hält so der gestiegenen Anforderungen der Hochschulexpansion nicht stand. Ich möchte das nur einmal an den Zahlen erläutern. Ich habe eben gesagt, wir haben 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im administrativen Bereich. Aber die Studierendenzahl beispielsweise ist auf 260.000 Studierenden angewachsen, die auch administrativ bewältigt werden müssen, meine Damen und Herren. Insbesondere stehen deswegen die Sekretariate vor der Herausforderung, als Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Funktionsbereichen von Wissenschaft und Verwaltung zu fungieren. Die Landesregierung gibt zwar im Rahmen der Beantwortung an, dass zunehmend höhere Eingruppierungen vorgenommen wurden, aber auch das, meine Damen und Herren, fand nicht im gleichen Maße mit der gestiegenen Verantwortung und Belastung statt.
Deswegen gibt es auch deutliche Unterschiede zwischen Stellenprofilen und Qualifikation. Und die Arbeitsplatzbeschreibungen bilden reale Aufgaben in keinster Weise mehr ab. Es gibt auch eine Reihe an Maßnahmen, wie sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterqualifizieren können. Das Problem ist nur, trotz dieser substanziellen Erweiterung von Arbeitsanforderungen, Arbeitsaufgaben und Komplexität und auch der neuen Kompetenzprofile und Qualifikation wird das Gehalt nicht angepasst. Meine Damen und Herren, die Gehälter müssen angepasst und die Aufstiegschancen aktiv gefördert werden. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, wen das denn eigentlich betrifft. Dieser Bereich ist weiblich dominiert. Verstärkt sind die Frauen in Teilzeit beschäftigt, oft auch in Kombination mehrerer Beschäftigungsverhältnisse und oftmals in Befristung. In den wissenschaftsunterstützenden Bereichen gibt es 62% der Frauen, die dort arbeiten, also 38% der Männer sind in diesen administrativen Tätigkeiten befasst. Davon arbeiten 69% Männer in Vollzeit und die Frauen 83% in Teilzeit. Und viele, meine Damen und Herren, wollen eben mehr als nur in Teilzeit arbeiten. Und da kann man sich schon die Frage stellen, wie sieht es denn mit der Vereinbarkeit aus? Natürlich gibt es Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber wenn wir uns jetzt einmal die Kindertagesstätten angucken oder die Kita-Betreuung, dann sieht es so aus, dass die vorrangig für die Studierenden vorgesehen ist, nicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch wenn man sich die Zahl der Homeoffice-Möglichkeiten anguckt, die sind doch sehr gering. Und da gibt es einen erheblichen Nachbesserungsbedarf. Und die Kriterien, meine Damen und Herren, müssen aus unserer Sicht der Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch einmal überdacht werden, sodass es nicht Ausschlusskriterien sind, sondern dass ein Möglichmachen vorhanden ist. Denn die Frage ist und bleibt, was ist tatsächlich echte Vereinbarkeit? Die Böckler-Stiftung gibt im Gegensatz zur Großen Anfrage, vielleicht auch, weil es ein unangenehmes Thema ist, Ausschluss darüber, dass auch in den wissenschaftsunterstützenden Tätigkeitsfeldern Befristungen immer weiter zunehmen. Der Anstieg der befristeten Beschäftigungsverhältnisse korrespondiert mit dem Trend zur projektförmigen Arbeit an Hochschulen und übertritt Mittelprojekte und kurzzeitige Tätigkeiten im Wissenschaftsbereich haben wir uns ja hier schon oft auseinandergesetzt. Hohndanner und Ramos-Labato bestätigen, dass der Anteil befristeter Neueinstellungen für einen lediglich temporären Einsatz im öffentlichen Dienst mittlerweile höher ist, meine Damen und Herren, als in der Privatwirtschaft. Und ich glaube, das sollte uns hier allen zu denken geben. Wir müssen Entfristungen forcieren, prekäre Beschäftigungen beenden, Arbeitnehmerinnen ihren Qualifikationen und ihren beruflichen neuen Anforderungsprofilen entsprechend entlohnen, zumal die wissenschaftsunterstützenden Beschäftigten oftmals mit 56% akademische Ausbildung haben und sowieso schon eine geringe Entlohnung erzielen. Die Landesregierung, meine Damen und Herren, ist in der Verantwortung, die Hochschulen gemäß der gestiegenen Aufgabenkomplexität adäquat auszustatten und darf sich nicht, wie bei vielen hochschulpolitischen Themen, alleine auf die Hochschulautonomie berufen. Denn die Hochschulen können nur lediglich die Mittel eigenständig verwalten, die ihnen das Land auch zukommen lässt. Die Böckler-Stiftung zeigt auf, dass die Finanzierung der Hochschulen auf die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse einen massiven Einfluss hat, meine Damen und Herren. Und auch wird von den Hochschulleitungen eine unzureichende und unsichere Finanzierung der Hochschulen problematisiert. Abschließend fasse ich zusammen.
Die Landesregierung muss den prekären Verhältnissen entgegenwirken, ihrer Verpflichtung gegenüber den Hochschulen nachkommen und ihre Entwicklung zu modernen Organisationen, aber vor allen Dingen die Beschäftigten, auch jene, die eben nicht im Wissenschafts-, sondern im nichtwissenschaftlichen Bereich tätig sind, die nämlich den Wissenschaftsbetrieb erst ermöglichen, bestmöglichst, und das heißt sächlich, finanziell und personell gut unterstützen. Herzlichen Dank. Danke, Frau Sommer. Für BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN hat sich Herr May zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die nichtwissenschaftlichen Beschäftigten an den Hochschulen sind zweifelsohne unerlässlich für den reibungslosen Ablauf der Prozesse dort. Insbesondere zu nennen sind dabei die Menschen, die in den Verwaltungen arbeiten, die in den Bibliotheken arbeiten, die im technischen Dienst arbeiten. Und ihre Arbeit macht es erst möglich, dass an Hochschulen und Universitäten gute Bedingungen für Studium und Lehre oder für die Forschung bestehen. Und auch wenn häufig das wissenschaftlich tätige Personal im Vordergrund der Debatten steht, muss uns doch klar sein, dass ohne die vielfältigen Aufgaben, die im Bereich des technisch-administrativen Bereichs geleistet werden, gute Lehre, gute Forschung undenkbar wäre. Von daher möchte ich an dieser Stelle auch zunächst einmal meinen Dank für die Beschäftigten in diesem Bereich zum Ausdruck bringen. Und aus der Beantwortung der Großen Anfrage, für deren Beantwortung ich mich auch beim Wissenschaftsminister und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium und den Universitäten und Hochschulen bedanken möchte, wie aus der Antwort auch deutlich wird, haben sich die Aufgabenprofile in diesem Bereich in den letzten Jahren deutlich verändert, sind komplexer geworden. Prozesse der Technisierung, der Digitalisierung spielen eine größere Rolle. Allein der gesamte Bereich der Bologna-Reform hat ganz neue Aufgaben geschaffen. Und es ist doch vollkommen klar, da, wo die Anforderungen steigen, wo die Komplexität der auszuführenden Tätigkeit steigt, da muss dann auch eine Höhergruppierung erfolgen. Und an dieser Stelle bin ich etwas verwirrt über die Anmerkungen der Kollegin Dr. Sommer, die da sagte, die Beantwortung der Großen Anfrage sei an dieser Stelle lückenhaft, weil da quasi nicht dargestellt würde, in welchen Bereichen das passiert sei. Möchte ich nur einmal darauf hinweisen, die Frage, die sie gestellt hatte, die hatte eine genauso hohe Flughöhe, wie die Antwort mich war, nämlich die lautete, wie haben sich die Aufgaben und die entsprechenden Arbeitsplatzbeschreibungen im technisch-administrativen Bereich in den letzten Jahren verändert. Also, Sie haben gar nicht gefragt, wie da die Zahlen sind. Und von daher, glaube ich, sollten wir uns jetzt hier nicht gegenseitig vorwerfen, dass Antworten nicht das geben, was man sich vielleicht anhand von anderen Studien erwartet hat. Dann muss man auch die Fragen stellen. Wobei ich glaube, dass es an dieser Stelle gar keinen Dissens gibt. Wir müssen den ändernden Aufgabenprofilen an Hochschulen, und dazu gehört auch der technisch-administrative Bereich, müssen wir natürlich auch insofern entgegentreten, dass wir eben sagen, das sind höherwertige Aufgaben, und die müssen auch dann höher eingruppiert werden. Aber ich habe jetzt anhand der Beantwortung der Großen Anfrage keine Erkenntnis gewonnen, dass das unsere hessischen Hochschulen nicht machen würden. Wenn Sie das gesehen haben, müssten Sie das noch einmal nachweisen. Aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass unsere Hochschulen in Autonomie ihrer Personalverantwortung ganz bewusst nachgehen. Und wenn man sich das umfangreiche Tabellenwerk noch einmal anschaut, was die Frage der Befristung angeht, auch das ist ja eben gerade in der Begründung der Großen Anfrage ja auch ein Thema gewesen. So hätte man natürlich fragen können, wie hat sich die Anzahl der Befristungen in den letzten Jahren verändert. Das haben Sie aber nicht gemacht. Sie haben die absoluten Zahlen abgefragt, was ja auch interessant ist. Weil wenn man sich die Frage der Befristungen anschaut, dann muss man ja feststellen, dass kann man sagen,
jede Befristung ist eine zu viel, aber wir müssen einfach feststellen, dass die Verhältnisse da doch ganz anders sind, als das im wissenschaftlichen Bereich ist. Also, wenn man sich das einmal anschaut, wir haben ja ein paar Punkte, wo quasi wegen Datenschutz der geringen Anzahlen die Zahlen nicht spitz dargestellt wurde, aber es stehen über 2.860, also deswegen über befristeten Beschäftigten, über 9.200 unbefristete Beschäftigte gegenüber. Und bei den über 2.860 befristet Beschäftigten sind ja weit über 500 Personen, die in Ausbildung sind. Das heißt, die müssen wir eigentlich darunter rechnen, weil da wird ja niemand davon ausgehen, dass man Auszubildende unbefristigt beschäftigen wird. Das heißt, ja, natürlich wollen wir die übernehmen, und ich glaube, dass unsere Hochschulen so verantwortungsvoll mit ihren Auszubildenden umgehen, dass sie die fast immer übernehmen, wenn dort kein Hindernis ist. Es ist aber auch nicht gefragt worden, Frau Wissler. Ich glaube, das können wir uns jetzt auch schenken, weil der entscheidende Punkt ist, also die Anzahl der befristeten Beschäftigten ist die klare Minderheit, Und das wird es auch in einzelnen Punkten wird auch Befristung weiter notwendig sein. Aber es ist auch vollkommen klar, wir wollen als Politik, dass Daueraufgaben in Dauerstellen abgeleistet werden. Das ist auch vollkommen klar. Und wenn dann gesagt wird, ja, die Hochschulen müssten verlässlich ausgestaltet werden, was die Finanzen angeht, natürlich genau das machen wir. Das haben wir mit dem Hochschulpakt 2016 bis 2020 gemacht. Wir haben gesagt, wir bieten eine verlässlich wachsende Grundfinanzierung für die Hochschulen und haben dann im gleichen Hochschulpakt mit den Hochschulen vereinbart. Deswegen wollen wir Personalgewinnungskonzepte, deswegen wollen wir Personalkonzepte, die eben dafür sorgen, dass eben Daueraufgaben auch in Dauerbeschäftigungsverhältnissen beheimatet sind. Das ist unser politisches Ziel, und dieses streben wir auch weiter an. Ich glaube, der Hochschulpakt bietet dafür gute Voraussetzungen. Auch was die Frage der Unterrepräsentanz von Frauen angeht, haben Sie richtig darauf hingewiesen, dass es an dieser Stelle eben ganz klar ist, dass die Teilzeitfrage bei Frauen eine andere ist. Aber was positiv aus den Zahlen hervorgeht, ist, dass die Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen zumindest im technisch-administrativen Bereich so nicht gegeben ist. Natürlich ist das auch so, dass vor allen Dingen, wenn wir uns im Bereich der A-Stellen anschauen, dass wir dort ein großes Übergewicht an Frauen haben und deswegen auch diese Unterrepräsentanzfrage nicht gegeben ist. Aber in einzelnen Bereichen, insbesondere im technischen, ist da sicherlich noch einiges zu machen. Ich will auch ganz klar sagen, die Unterrepräsentanz von Frauen an den Hochschulen, das ist im technisch-administrativen Bereich nicht so ein großes Thema, aber im wissenschaftlichen Bereich nach wie vor. Diese Unterrepräsentanz von Frauen, insbesondere in Führungspositionen, muss beendet werden. Und wir wollen dafür sorgen, dass diese Unterrepräsentanz von Frauen beendet wird und dass wir auch mehr Frauen in Führungspositionen auch im wissenschaftlichen Bereich an den Hochschulen haben werden. Sie haben in einigen weiteren Fragen noch die Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse durch die Hochschulen abgefragt, beispielsweise die Frage der Homeoffice, alternierende Telearbeit für das nicht wissenschaftliche Personal. Ich finde das erfreulich, dass bis auf die TOD, die dort noch auf dem Weg ist, dass das in der Regel bei fast allen unseren Hochschulen schon Bestandteil ist. Es ist auch anzuerkennen, dass die Hochschulen erkannt haben, dass auch für das nicht wissenschaftliche Personal, dass im Bereich des technisch-administrativen Personals eine breite Palette interner und externer Maßnahmen zur Erweiterung des Qualifikationsprofils angeboten werden müssen. Die Beschäftigten fragen das nach, und das macht auch einen attraktiven Arbeitgeber heute aus. Von daher finde ich das sehr gut, dass die Hochschulen an dieser Stelle tätig sind. Die Große Anfrage listet dort eine ganze Seite Beispiele auf, was dort gemacht wird. Ich muss sagen, dass ich an dieser Stelle die Anstrengungen unserer Hochschulen in diesem Bereich begrüße. Eine wichtige Frage im Bereich der Großen Anfrage war auch die Frage der Kinderbetreuungsmöglichkeiten an den Hochschulen. Das ist
für das administrativ-technische Personal auch eine Frage, aber natürlich insbesondere auch, was unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angeht und für die Studierenden. An dieser Stelle finde ich es aber auch nicht verkehrt, dass an dieser Stelle tatsächlich die Studierenden und dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als allererste Zielgruppe genannt werden von den Hochschulen oder den assoziierten Organisationen, die dort auf dem Weg sind, da dort eben die Tätigkeitsprofile in der Regel noch einmal anders sind, was eben Betreuungsfragen spät am Abend oder Spontanbetreuung angeht. Aber nichtsdestotrotz gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die über 1.300 Plätze, die jetzt hier aufgelistet worden sind, ist ein gutes Angebot. Aber auch hier gilt es, das eben weiter auszubauen, damit wir für unsere Beschäftigten im technisch-administrativen Bereich, aber auch im wissenschaftlichen Bereich gute Arbeitgeber, die Hochschulen sind, und dass wir für die Studierenden gute Studienbedingungen machen können. Die Entwicklung unserer Hochschulen geht also nicht ohne die wichtigen Tätigkeiten des technisch-administrativen Personals. Von daher müssen wir die Interessen dieser Beschäftigtengruppe genauso im Blick halten wie die von Wissenschaftlern und von Studierenden. Das ist unser Anspruch, und diesen wollen wir auch in der Hochschulpolitik weiter verfolgen. Vielen Dank. Danke, Herr May. – Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Dr. Bartelt gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir bedanken uns bei der Landesregierung und beim Minister Rhein für die umfangreiche Beantwortung der Fragen. Ich sehe jetzt keine Frage, die nicht beantwortet ist. Dies gibt die Gelegenheit, die Bedeutung, die für uns Wissenschaft und Forschung haben, hier noch einmal herauszustellen. Hier geht es um die personelle Ausstattung, insbesondere unter Berücksichtigung der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wobei ich die Begrifflichkeit nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als etwas unglücklich empfinde, weil nämlich auch die Kräfte der Verwaltung, der Bibliotheken, der Technik, ja auch die Reinigungskräfte, die dafür sorgen, dass ein naturwissenschaftlicher Versuch unter gewissen Standard durchgeführt werden kann, auch zum Erwerb des Wissens beitragen. Die Zahl der Beschäftigten an den Hochschulen insgesamt ist mit 49.000 beeindruckend in Hessen. Die Zahl der Beschäftigten, die Gegenstand dieser Anfrage sind, beträgt 12.000. Da Forschung in Projekten, oft in Projekten organisiert und finanziert ist, ist die Frage des Verhältnisses der Balance von Dauerangestellten und Stellen mit einer Befristung durchaus von Interesse. Natürlich benötigen Projekte auch befristete Anstellungen, aber die Balance für das Betriebsklima und für die Entwicklung der Angestellten muss hier auch stimmen. Und sie stimmt. Wenn wir das Ergebnis hier vortragen, Dauerstellungen der männlichen Beschäftigten 3.600, zeitlich befristet 1.000. Dauerstellen weiblicher Beschäftigter 5.600, zeitlich befristet 1.800. Das ist unseres Erachtens ein vernünftiges Verhältnis und ist ein Zeugnis für eine sehr gute Personalplanung der Hochschulen. Und das sind alles gute Arbeitsplätze. Gute Arbeitsplätze, gerade auch hinsichtlich der Vereinbarung von Beruf und Familie und Aufstiegsmöglichkeiten. Homeoffice ist in fast allen Hochschulen möglich. Flexible Arbeitszeiten werden in allen Hochschulen angeboten. Kindergartenplätze über Trägervereine und Studentenwerke werden zur Verfügung gestellt. Die meisten Hochschulen sind in diesem Bereich, also Beruf und Familie, auditiert. Das heißt, sie haben die Zertifikate familienfreundlicher Arbeitgeber. Alle Universitäten bilden auch aus. Es gibt knapp 600 Ausbildungsplätze in den Hochschulen. Alle Hochschulen
Alle Hochschulen haben Personalentwicklungspläne. Das heißt, es werden Weiterbildung und Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Also insgesamt sind die Hochschulen gute und beliebte Arbeitgeber. Dies ist alles Ergebnis einer sehr langfristigen, nachhaltigen Hochschulpolitik dieser Landesregierung und der Vorgängerregierung. Ich nenne nur die Stichworte autonome Hochschule, Erneuerung des Hochschulpaktes, deutliche Erhöhung der Mittelzuweisung. Die Grundzuweisung ist über der Inflationsrate. Das ist so festgelegt. Für die Grundbudgets werden insgesamt 1,7 Milliarden € in den Haushalt eingestellt, den Doppelhaushalt. Für leistungsbezogene zusätzliche Zuweisungen eine halbe Milliarde. Insgesamt 2,7 Milliarden € für die Wissenschaft, Forschung und Lehre. Es zeigt auch, dass die damalige Grundsatzentscheidung richtig war, als der Bund die Kosten für BAföG übernommen hat und sich die Landesregierung bewusst entschieden hat, dass diese Mittel ausschließlich den Hochschulen zur Verfügung gestellt werden. Das war ein sehr weitsichtiger Beschluss. Ich erinnere an LOEWE, Förderung von Exzellenzen, in diesem Haushalt 132 Millionen €. Nicht zuletzt das Programm Heureka mit Baukonzepten für alle 13 Hochschulstandorte. Das heißt, unsere Hochschulen haben eine gute Reputation, weil sie autonom entscheiden, verantwortungsbewusst entscheiden und die Landesregierung und hier das Parlament, die Regierungsfraktion, gute Rahmenbedingungen geschaffen haben, was insbesondere durch eine gute finanzielle Ausstattung zum Ausdruck kommt. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Hochschulen, wissenschaftlichen Kräften und den Mitarbeitern im Bereich der Verwaltung, Bibliotheken und der Technik. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Forschung, viel Erfolg bei der Bewerbung, bei den Exzellenzen und auch noch die Weiterentwicklung der Kontakte mit der Gesellschaft, insbesondere auch mit den Unternehmen. Das ist gut für unsere Gesellschaft, nicht nur für die Studenten und für die Wissenschaftler, sondern für das Land Hessen insgesamt. Besten Dank. Danke, Herr Bartelt. Für DIE LINKEN hat sich Frau Wissler zu Wort gemeldet. Die Situation der Beschäftigten an der Hochschule ist ja häufiger schon Thema hier im Landtag gewesen, und zwar vollkommen zu Recht, weil wir an den Hochschulen eben auch eine zunehmende Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen haben. Deswegen ist es gut, dass wir hier auch immer wieder darüber reden. Und es wäre in der Tat sehr spannend gewesen, einmal einen Einblick zu erhalten, wie es eigentlich bei dem nicht wissenschaftlichen Personal aussieht. Aber leider werden viele spannende Fragen, Herr Minister, aus unterschiedlichen Gründen nicht beantwortet, bzw. es liegen offensichtlich keine Daten vor. Und deshalb gehe ich ein bisschen auf die Dinge ein, die in dieser Großen Anfrage mit beantwortet sind. Aber es wäre natürlich eine ganze Menge auch interessant gewesen, auf was Sie jetzt gar nicht geantwortet haben oder nicht antworten konnten. Aus der Großen Anfrage geht hervor, dass flexible Arbeitsmodelle in irgendeiner Form an allen Hochschulen zu finden sind. Ebenso verhält es sich mit Betreuungsplätzen, wobei es offensichtlich schon einen deutlichen Nachholbedarf gibt, wenn man sich die Zahlen aus der Großen Anfrage anschaut. In der Anfrage wurde ja auch nach Beschäftigten gefragt, die mindestens 2 Teilzeitstellen oder mehr innehaben. Und das sind interessante Zahlen in der Tat. Die Kollegin Sommer hat es bereits angesprochen. Wenn von 411 dieser Beschäftigten 341 weiblich sind. Wir haben ja heute Nachmittag schon über den Internet
Internationalen Frauentag und über die Fragen der Gleichstellung gesprochen. Es wäre schon interessant, Herr Minister, wenn Sie vielleicht auch in Ihrem Redebeitrag noch einmal darauf eingehen könnten, auch insbesondere, was die Strategie der Landesregierung ist, dem entgegenzuwirken. Weil wir haben ja hier offensichtlich eine große Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, meine Damen und Herren. Interessant finde ich aber in der Tat auch die Ausbildungszahlen bzw. die Übernahmequoten. Nur weil Herr May gesagt hat, das wurde gar nicht gefragt in der Großen Anfrage. Die SPD hat das gefragt, nämlich in Frage 25, 26, 27, 28, 29. Und der Minister hat es sogar beantwortet. Also, es ist Teil der Großen Anfrage. Ich verweise Sie auf Anlage 2. Das sind ganz interessante Zahlen, nur weil Sie eben sagten, es hätte nicht drin gestanden. Und da finde ich schon, also es ist ja wichtig, dass die Hochschulen gut und einigermaßen rege ausbilden. Aber ich finde, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann stellen sich schon ein paar Fragen. Weil jetzt bei der TU Darmstadt beispielsweise, wie viele Ausbildungsplätze sind derzeit besetzt? Das sind 154. Und auf die Frage, wie viele Auszubildende, die 2016 ihre Ausbildung erfolgreich beendet haben, wurden übernommen, dann sind das 22, davon 4 weiblich. Also, da ist ja doch eine ziemlich große Diskrepanz zwischen Ausbildung und Übernahme. Also, von daher finde ich, es ist bei anderen Hochschulen nicht ganz so drastisch, aber das finde ich schon interessante Zahlen, weil wir finden es richtig, dass die Hochschulen ausbilden, aber wir halten es natürlich auch für wichtig, dass sie möglichst viele Auszubildende dann eben auch übernehmen und eben auch eine berufliche Perspektive bieten. Auch interessant in diesem Bereich ist, wie viele Beschäftigte auf Zeit beschäftigt sind. Ein Teil davon, da gibt es sicher auch Gründe, sind in Vertretung. Dafür mag es auch Gründe geben. Aber Kollegin Sommer hat es auch schon angesprochen, wenn von 4.654 männlichen Beschäftigten 1.046 keinen Dauervertrag haben und von 7.640 weiblichen Beschäftigten 1.804 keinen Dauervertrag haben, dann stellt sich schon die Frage, warum es derart viele befristete Verträge im nicht wissenschaftlichen Bereich gibt, zumal es sich hier ja zweifelsohne um wahrgenommene Daueraufgaben handelt in den allermeisten Fällen. Und die Frage stellt sich mir dann doch. Das zeigt eben, dass die Probleme, die wir haben, über die wir immer wieder im Bereich des nicht in der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen, Herr Minister, nämlich dass wir erleben, dass wir an den Hochschulen zunehmend befristete Beschäftigungsverhältnisse haben, was natürlich auch eine Folge der Finanzierung ist, weil wir einen hohen Anteil an Projektfinanzierung haben, weil ein hoher Anteil mittlerweile der Einnahmen von Hochschulen Drittmittel sind und das natürlich immer befristete Mittel sind. Und befristete Mittel führen natürlich zu befristeter Beschäftigung. Und dieses Problem haben wir offensichtlich nicht nur im Bereich der wissenschaftlichen Beschäftigten, sondern auch im Bereich der nicht wissenschaftlichen Beschäftigten. Und das ist in der Tat die Frage, welche Möglichkeit oder wie die Landesregierung das sieht, hierbei einzuwirken, dass diese Beschäftigten langfristig eine Perspektive haben und sich nicht vom befristeten Vertrag im befristeten Vertrag hangeln. Weil ich finde, da hat das Land wirklich eine Verantwortung, meine Damen und Herren. Und aus dieser Verantwortung können Sie sich auch nicht mit dem Verweis auf die Hochschulautonomie einfach verabschieden. Sondern richtig ist, das Land ist zuständig für die Finanzierung der Hochschulen. Und die Hochschulen brauchen eine verlässliche Finanzierung. Das heißt also, vor allem brauchen sie ein ausreichendes Grundbudget, damit sie langfristig planen können. Und deshalb ist die Situation der Beschäftigten nicht einfach Sache der Hochschulen, sondern natürlich ist es auch Verantwortung der Landesregierung, dass man eben eine planbare Finanzierung bereitstellt, meine Damen und Herren. Und als letzten Punkt möchte ich noch ansprechen, dass es auch richtig und wichtig ist, zu fordern, dass das administrativ-technische Personal auch eine Vertretung in den demokratischen Gremien von Hochschulen hat, wie beispielsweise im Senat. Das ist eine wichtige Forderung, das ist eine alte Forderung. Ich finde, man muss sich immer vergegenwärtigen, dass wissenschaftliche Arbeit, dass Forschung und Lehre nicht möglich wäre ohne die Arbeit des administrativ-technischen Personals.
Und deshalb wäre es natürlich auch wichtig, auch das administrativ-technische Personal an Entscheidungsprozessen innerhalb der Hochschule auch zu beteiligen. Das ist jetzt nicht Gegenstand der Anfrage, aber auch diese Bemerkung ist mir noch wichtig in diesem Bereich. So, insgesamt denke ich, wir haben die Tendenz, dass die Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen schwieriger werden. Ich finde, es würde sich lohnen, Herr Minister, dass die Landesregierung sich noch einmal schlauer macht über die Situation der nicht wissenschaftlichen Beschäftigten an den Hochschulen. Und ich finde, insgesamt muss es so sein, dass die Hochschulen gute, attraktive Arbeitgeber sind und dass sie ihren Beschäftigten, ob wissenschaftlich oder nicht wissenschaftlich, langfristig gute Perspektiven als guter Arbeitgeber eröffnen. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Abg. Knell für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Wir bedanken uns für die Große Anfrage der SPD, denn sie lenkt das Augenmerk auf eine Beschäftigtengruppe, die oftmals bei der Diskussion um Wissenschafts- und Forschungspolitik und Einrichtungen eben nicht in den Vordergrund gerückt wird und ohne die jedoch der gesamte Bereich nicht einwandfrei funktionieren würde. Hier geht es um all die Menschen, die den Hochschulbetrieb organisatorisch und strukturell mit am Laufen halten und die in zahlreichen Arbeitsfeldern, Verwaltungen, Bibliotheken, Fahrdienst, auch Gärtner tätig sind. Die Antwort der Landesregierung zeigt, dass es sich um weit mehr als ein Drittel der Beschäftigten handelt, die über die unterschiedlichsten Abschlüsse, unterschiedliche Berufslaufbahnen, Verdienststrukturen und Arbeitsmodelle verfügen. Es wird auch deutlich, dass die Hochschulen im Rahmen der Ausbildung ihre Rolle wahrnehmen und über 560 jungen Menschen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen. Ja, das finden wir gut. Darüber hinaus zeichnet sich an den hessischen Hochschulen ein Bild, welches die Herausforderungen an die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und an moderne Arbeitgeber widerspiegelt. Da ist die Frage nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch Pflege und Beruf, nach Teilzeitmodellen und Möglichkeiten von Telearbeit, Homeoffice oder nach Kinderbetreuungsplätzen. Und diese Fragen sind heute zentral. Sie spielen bei der Fachkräftegewinnung eine immer größere Bedeutung und müssen deshalb vor Ort auch mit Blick auf den jeweiligen Arbeitsplatz und das Aufgabenprofil entschieden werden. Die Tendenz an der Mehrzahl der Hochschulen zeigt, dass mannigfaltige Modelle realisiert werden und es sich eben nicht nur immer um Sonntagsreden handelt, die in der Realität nicht umgesetzt werden. Und auch die Situation an der TU Darmstadt zeigt, dass das Thema dort, wenngleich auch leider wesentlich später, aber es steht auf der Agenda und es müssen Regelungen gefunden werden, die praxistauglich sind und den Bedarfen dort dann auch gerecht werden. Hier sollten wir auf die Verantwortung der hessischen Hochschulen als Arbeitgeber vertrauen und die Rahmenbedingungen sicherstellen, die die notwendige Flexibilität zulassen und die Hochschulen als attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze darstellen. Dazu gehört es beispielsweise auch zu hinterfragen, um was für Stellen es sich in Frage 10 genau handelt. Die 411 Personen, und das haben Frau Kollegin Wissler und Frau Kollegin Dr. Sommer eben schon gesagt, 341 Frauen sind es von diesen 411. Die bloße Benennung dieser statistischen Zahlen lässt für uns noch keine Analyse oder Rückschlüsse zu. Man fragt sich beispielsweise unweigerlich, wie mehr als zwei Teilzeitstellen von einer Person ausgefüllt werden kann. Die Antwort auf die Frage wirft demnach allenfalls neue Fragen auf, aber mehr auch nicht. Ähnlich verhält es sich auch mit den darauffolgenden Fragen. Erst der genaue Blick auf das jeweilige Aufgabenprofil und den damit verbundenen Arbeitsplatz lässt eine Bewertung und das Aufzeigen von vielleicht auch möglichen Problemlagen bzw. von Handlungsbedarfen zu. Der Blick auf die Angabe einer Prozentzahl oder Quote eignet sich nur bedingt für die Auseinandersetzung. Aber die Themen, die damit angesprochen werden, die sind von Bedeutung. Das lebenslange Lernen bzw. die Durchlässigkeit, die Weiterqualifizierung und Möglichkeit zur persönlichen beruflichen Weiterentwicklung müssen sich auch in der Personalentwicklung widerspiegeln. Zur Verbesserung der Arbeitsverhältnisse zählt auch die Möglichkeit der besseren Bezahlung und die Frage nach längerfristigen Beschäftigungsverhältnissen.
Prekäre Beschäftigungsverhältnisse und zweifelhafte Arbeitsbedingungen soll es an hessischen Hochschulen nicht geben. Und hier ist bzw. wäre das Land auch in der Pflicht, hinzuschauen. Aber dieser Themenkomplex wird in der Großen Anfrage leider nicht beleuchtet. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit ist die Große Anfrage besprochen. Und ich rufe Herr Minister, ich habe Sie fast übersehen. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ja. Das Wort hat der Herr Minister, der Zuständige. Bitte schön, Herr Rhein. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will doch vielleicht noch den einen oder anderen Satz zum Thema sagen. Ich bin dankbar, dass der Präsident mir großzügig das einräumt. Ja, verehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wenn man sich mal so die letzten Debatten anschaut, dann kann man natürlich sagen, dass das Hochschulpersonal in den letzten Jahren häufig im Mittelpunkt der Diskussion gestanden hat. Und das ist auch gut so. Es ist immer wieder gut, wenn wir über die Menschen, die Hochschule ausmachen, sprechen. Aber wenn man genau hinschaut, stellt man natürlich fest, dass es am Ende eigentlich immer wieder um das wissenschaftliche Personal gegangen ist und um den wissenschaftlichen Nachwuchs. Und auch das will ich sagen. Auch das ist sehr gut so, dass das so ist. Und auch da hat die Entwicklung natürlich sehr deutlich gemacht, dass neue Impulse erforderlich waren und dass auch weiterhin neue Impulse erforderlich sind. Das ist eine Daueraufgabe und auch eine Zukunftsaufgabe. Das ist gar keine Frage. Und dazu will ich sehr deutlich sagen, das Programm, das wir Länder mit dem Bund zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ausgehandelt haben, setzt eben solche Impulse wie die, von denen ich gesprochen habe. Ende des letzten Jahres sind in der ersten Förderrunde dieses sogenannten Tenure-Track-Programms die Anträge der Unis Darmstadt, Frankfurt und Gießen bewilligt worden. Und das bedeutet insgesamt 39 zusätzliche Tenure-Track-Professuren für Hessen. Und das bedeutet wiederum, dass wir hier in Hessen zu den 5 Bundesländern gehören, die durch die erfolgreichen Anträge ihrer Universitäten überdurchschnittlich, und das muss man wirklich betonen, überdurchschnittlich viele Tenure-Track-Professuren einwerben konnten. Heute, und deswegen bin ich der SPD-Fraktion sehr dankbar für die Große Anfrage, in der Tat, heute geht es um die vielen, vielen Beschäftigten an den hessischen Hochschulen, die im Verwaltungsbereich, die in den Bibliotheken, die im EDV-Bereich, die mit technischen Aufgaben betraut sind, als Gebäudepersonal, als Fahrdienste oder als Auszubildende tätig sind. Was die Auszubildenden betrifft, in der Tat, kann man das natürlich auch so beantworten, verehrte Frau Wissler, dass die Übernahmezahlen ganz normale, überhaupt gar nicht aufregende Übernahmezahlen sind, weil unsere Hochschulen so gut ausbilden, dass die Auszubildenden natürlich überall anders mit Kusshand abgenommen werden. Auch das, glaube ich, kann man diesen Zahlen deutlich entnehmen. Diese, über die ich gerade gesprochen habe, machen die Hochschule erst möglich. Sie alle wirken intensiv daran mit, dass die Rahmenbedingungen für Lehre und für Forschung stimmen. Und deswegen will ich diese Personen im Folgenden auch gar nicht als das bezeichnen, was sie gar nicht sind, nämlich als nichtwissenschaftliches Personal, sondern ich möchte gerne auf unser Hochschulgesetz zurückgreifen. Unser Hochschulgesetz, das wir vor wenigen Monaten, nein, man muss ja fast sagen, vor wenigen Jahren neu aufgebaut, neu aufgestellt haben, bezeichnet diese Gruppe, diese Statusgruppe, ich finde, klugerweise als administrativ-technisches Personal. Und so möchte ich Sie gerne auch in den nächsten Minuten hier bei dieser Großen Anfrage bezeichnen. Wir haben es gehört, an den staatlichen Hochschulen in Hessen mittlerweile sind es 14. Diese Anfrage bezieht sich natürlich noch auf 13, war zum Stichtag 1. Dezember 2016 mehr als ein Drittel der insgesamt fast 33.000 Beschäftigten als administrativ-technisches Personal tätig, nämlich exakt 12.114 Personen. Und davon waren in der Tat 62% Frauen. Und das sind wiederum exakt 7.460. Und das macht sehr deutlich, dass es hier nicht um eine kleine Gruppe geht, sondern dass es hier wirklich um eine Vielzahl von Personen geht, deren Beschäftigungsbedingungen wir sehr viel genauer unter die Lupe, lohnenswerterweise unter die Lupe genommen haben.
Das administrativ-technische Personal ist an den Hochschulen überwiegend als Tarifpersonal tätig. 40% davon waren in 2016 in Teilzeit beschäftigt, davon 85% Frauen. Wir haben es schon gehört. Und das sind die Zahlen, die die amtliche Statistik ausweist. Aber um festzustellen, was hinter diesen Zahlen steckt, also ob Männer beispielsweise im administrativ-technischen Bereich mehr als Frauen, also mehr als Frauen verdient haben, dafür muss man sich natürlich dann die Bedingungen jedes einzelnen Beschäftigungsverhältnisses sehr genau anschauen. Und insoweit muss man durchaus auch festhalten, bei aller Bemühung, wenn wir über diese Zahlen reden, bei all den Zahlen und auch bei den Antworten, die wir gegeben haben, dass eine seriöse Antwort alleine anhand der Statistik dazu bedauerlicherweise zunächst nicht möglich ist. Was man jedoch sehr deutlich sagen kann, das will ich hervorheben, ist, dass sich in den letzten Jahren in der Ausgestaltung der Arbeitsplätze an den Hochschulen Enormes getan hat. Das betrifft sowohl die Frage der Arbeitszeit als auch die Frage des Arbeitsortes. Alle hessischen Hochschulen ermöglichen flexible Arbeitszeiten. An fast allen Hochschulen dieses Landes gibt es bereits jetzt die Möglichkeit, eben nicht nur am Arbeitsplatz in der Hochschule, sondern auch im sogenannten Homeoffice zu arbeiten. Und ich finde, man kann durchaus sagen, hierdurch können die Aufgaben zeitlich flexibler nicht nur erfüllt werden, sondern das ist vielfach, und zwar in bestimmten familiären Situationen, auch von großem Vorteil. Und sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer profitieren von dieser Option. Und genau so ist es im Übrigen, wenn man sich die Zahlen und wenn man sich die Verhältnisse anschaut, natürlich auch bei der Kinderbetreuung. Eine gute Kinderbetreuung, das wissen wir, glaube ich, alle, ist nicht nur im Sinne der Eltern, die berufstätig sind, sondern es ist natürlich auch im Sinne der sie beschäftigenden Institutionen. Deswegen kooperieren die hessischen Hochschulen bereits seit Langem mit unseren Studentenwerken in diesem Bereich, die eine großartige Arbeit leisten. Das will ich an dieser Stelle auch deutlich hervorheben. Sie kooperieren in der Frage, aber natürlich auch mit den Städten, und sie kooperieren auch mit anderen, mit dritten Partnern. Und das Land Hessen hat in enormem Maße hier unterstützt. Beispielsweise im Rahmen von Heurika haben wir Mittel seit 2008 in Höhe von insgesamt 21 Millionen Euro für den Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen an den Hochschulen investiert. Neben der Finanzierung über das Heureka-Budget unterstützt das Land Hessen seit 2008 die Studentenwerke mit Mitteln in Höhe von 500.000 €, und zwar pro Jahr für Kinderbetreuungseinrichtungen. Und insgesamt können durch die Hochschulen damit für mehr als 1.250 Kinder unterschiedlichster Altersgruppen Betreuungsplätze angeboten werden und damit eben 200 Plätze mehr, als das noch 2015 der Fall gewesen ist. Und dabei, meine Damen und Herren, sind die Plätze der Universitätsklinika noch nicht einmal mitgezählt und noch nicht einmal berücksichtigt. Ausreichend lange Öffnungszeiten der Einrichtungen sind selbstverständlich. Mittlerweile wird an einigen Hochschulen auch eine flexible Notbetreuung angeboten. Und trotz all der Fortschritte, auch das will ich durchaus zugestehen, die bereits erzielt worden sind, werden die Hochschulen in diesem wichtigen Sektor natürlich ihre Aktivitäten weiter verstärken müssen, aber sie wollen ihre Aktivitäten auch weiter verstärken. Die Beschäftigten, und man kann wirklich sagen, alle Beschäftigten profitieren von den Auditierungsprozessen, weil wir auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf angesprochen haben. Sie profitieren von den Auditierungsprozessen in diesem Bereich, die die hessischen Hochschulen sehr erfolgreich durchlaufen und hierfür Zertifikate oder Gütesiegel erworben haben. Und die Themen, zu denen die Hochschulen sich selbst Ziele gesetzt haben, aber nicht nur Ziele gesetzt haben, sondern auch sehr klare Maßnahmen formuliert haben, sind von einer großen Bedeutung. Da geht es um Arbeitszeit und Arbeitsort, da geht es um Information und Kommunikation, da geht es um Führung und Personalentwicklung, aber natürlich auch um das Thema Entgelt- und Serviceleistungen unterschiedlichster Art, wie z.B. dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuungsangebote sowie der Beratungs- und der Sportangebote. Wenn man sich die Stichworte, die ich genannt habe, so anschaut, dann sieht man natürlich, dass die Themen Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Qualifizierung, aber auch die Frage der Ausbildung sehr eng miteinander verknüpft sind. Ich glaube, man kann das durchaus so sagen. Das sind alles Puzzleteile eines Gesamten und Ganzen, das dazu dient, Mensch und Beruf bestmöglich und langfristig zusammenzubringen. Und die Qualifizierung und die Weiterentwicklung, weil das war, glaube ich, auch ein Zwischenruf, den ich gehört habe, die Qualifizierung und Weiterentwicklung
des administrativ-technischen Personals spielt natürlich dabei eine ganz herausragende, ich möchte sagen, eine besondere Rolle. Deswegen ist dem Thema Personal- und Organisationsentwicklung, und Sie haben ja oftmals auf die Autonomie der Hochschulen angesprochen, ist das Thema der Personal- und Organisationsentwicklung in den Zielvereinbarungen. Das ist unsere Möglichkeit, mit den Hochschulen Ziele zu erreichen. Und so wollen wir es auch weiter und in Zukunft halten und wollen nicht das machen, was Sie ja gerne machen, wirklich in den internsten Bereich der Autonomie eingreifen. Ich glaube, das wäre ein Rollback, der unseren Hochschulen schaden würde. In den Zielvereinbarungen 2016 bis 2020 haben wir das zwischen hessischen Hochschulen und dem HMWK haben wir dem einen ganz breiten Raum eingeräumt. Und wie gesagt, da greift das eine in das andere. Und daher rückt ein weiterer Punkt der Zielvereinbarung, nämlich die Berufsausbildung, an den Hochschulen in den Fokus. Auch das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die hierauf begründeten, teilweise sehr unterschiedlichen Maßnahmen der hessischen Hochschulen decken, wenn Sie sich das genau anschauen, einen wirklich außergewöhnlich breiten Bedarf ab. Die reichen von fachlichen Weiterbildungsangeboten zum Erwerb von Soft Skills über Coaching und Führungskräftetraining bis hin zu persönlichen Zielvereinbarungen, die die eigene Karriere in den Blick nehmen. Und damit will ich zum letzten Punkt kommen, nämlich zu einem Arbeitsfeld. Und auch darauf haben Sie angesprochen, dass sich in den letzten Jahren in der Tat sehr intensiv verändert hat. Das sind die Aufgaben der Sekretariatsmitarbeiterinnen und Sekretariatsmitarbeiter. Hier hat sich nicht nur technisch, und zwar im Sinne, und zwar im positiven Sinne für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr viel getan, sondern anstelle des klassischen Berufsbildes von Sekretärinnen und Sekretären mit Schreib- und mit Ablagearbeiten sind zunehmend qualifizierte Sachbearbeitungstätigkeiten der unterschiedlichsten Art getreten. Und das Anforderungsprofil und auch die persönlichen Merkmale haben selbstverständlich, weil auch das hier ein Zwischenruf gewesen ist, haben selbstverständlich Einfluss auf die tarifliche Eingruppierung. Herr Minister, Ihre Redezeit. Kommen wir sofort zum Ende, Herr Präsident. Auf die tarifliche Eingruppierung, die sich in der Tat auch hier nachweisbar und spürbar verbessert hat. All das zeigt, meine Damen und Herren, dass sich in den letzten Jahren auch für das administrativ-technische Personal an den Hochschulen, an den hessischen Hochschulen sehr viel getan hat. Allerdings ist den Hochschulen, und das weiß ich aus den Erörterungen mit den Hochschulen, sehr wohl bewusst, dass die Personalentwicklung für alle Personalgruppen eine Aufgabe mit allerhöchster Priorität ist, weil sehr wohl bewusst ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren Hochschulen auch das Fundament sind für eine erfolgreiche Hochschulentwicklung. Und daran wollen wir festhalten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.